Schönheitswettbewerb DAX. Da haben wir auf dem dritten Platz jemanden, der hat auf der Lampe die Nummer 81. Mal gucken, ob auch jemand seine Nummern weiß. Nummer 81. Rainer Schwärzel. Rainer, wo bist du? Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Und das ist die rote Dachs hier im Vordergrund. Dann haben wir auf dem zweiten Platz die Nummer 140. 140. Na, guck mal nach hier. Das ist der Michi, richtig? Steht auch drauf. Matt Wechsler. Herzlichen Glückwunsch. Das Fahrzeug kriegen wir jetzt auch nochmal zu Gesicht. Die orangene DAX. Und auf dem ersten Platz die Nummer 98. Das Fahrzeug stand eine ganze Zeit beim Thomas Geisler am Stand. Es ist aber kein Fahrzeug von Thomas, dass er also nicht jetzt irgendwie falsche Gerüchte aufkommen. Es ist ein Privatfahrzeug, die Nummer 98. Wunderbar. Das ist die blaue, die jetzt nach vorne geschoben wird. So, den Applaus habt ihr ja schon jetzt geleistet. Dann kommen wir direkt zur nächsten Kategorie, Monkey. Bei den Monkeys war auf dem dritten Platz ein A-Monkey Dragster mit der Nummer 240. Steht schon hier vorne. Schön aufgebautes Fahrzeug. Herzlichen Glückwunsch. Auf dem zweiten Platz die 247. Das Fahrzeug stand bei Hotshot Blue oder Hotshot Monkeys. Da ist er. Hallo Dirk. Herzlichen Glückwunsch. Auf dem ersten Platz die Nummer 110. Frank Thom. Was hier sehr gut gefällt, was mir sehr gut gefällt, sage ich ganz einfach mal, Speichenräder. Hat nicht jeder. Und dann in der Normanki. So, dann geben wir nochmal einen Applaus für alle sechs Fahrzeuge am besten. Danke. Hätten wir noch eine Preisverleihung, und zwar von unserem kleinen Mann gegen Mann Beschleunigungsrennen, mal ohne Lichtschranke. Ich meine, die hatte ich auch bei, aber es war mal was anderes, Mann gegen Mann. Es kommt ein bisschen mehr Spannung auf in dem Moment. Platz 3, Yoshi. Auf dem Platz 2, Hans von Ingen. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Auf dem ersten Platz unser Lokalmatador,
Michael Richter. Ich weiß nicht, ob das der Heimvorteil war oder ob das das Fahrzeug war. Vielleicht auch der Motor, genau, Dirk. Da wissen viele, wo er herkommt. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Michael, danke, dass du gut geschminkt warst heute. Das Einzige, was mir jetzt noch überbleibt, ist zu hoffen, dass der Platz nachher einigermaßen gut aussieht. Dass ihr vielleicht an euren Plätzen noch mal kurz guckt, ob irgendwo Flaschen, Papier oder sonst irgendwas rumfliegt. Ansonsten sind wir nämlich nachher mit 5 Mann hier noch 2-3 Stunden am Laufen. Wir haben alle Spaß gehabt, hoffe ich. Ich hoffe auch, dass wir im nächsten Jahr ebenfalls wieder hier vor Ort sind, wenn alles klappt. Es kommt immer darauf an, dass die Städte mitspielen, dass die Genehmigungen kommen, und wir versuchen unser Möglichstes, das zu, sag mal, euch zu bieten und oder zu realisieren. Danke. Gute Heimfahrt. Kann ich die Box jetzt mitnehmen? Nee, das ist weg. Wenn ich die bezahlt. Hast du die hier gewonnen? Genau. Zeig mal deinen Pokal. Ein großes Dankeschön an unsere Teilnehmer im Video und für ihr Verständnis bei der Aufnahme.